dürfte ich. Ach, also, genau genommen bin ich gar nicht so allein. Jetzt nicht mehr. Sie sind wunderschön. Ja, wo bleibt denn der die ganze Zeit? Sag mal, hast du Dünnschiss oder ist das mit den Ohren? Oh, das tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid, aber diese Wacht, verstehen Sie, die Leute auseinander. Entschuldigung. Also, das ist mir jetzt wirklich sehr peinlich. Da bist du. Schneid es mit so einem schönen Ding abgehauen, wir müssen hinterher. Genf, Senf, Hanf. Dann ist er. 105. Hey, Mann, du spielst falsch! Du bist eine Trümmer! Stimmt so! Ey, der Knusch hat mein ehrlich verdientes Geld! Ich spiele ein anständiges, sauberes Spielchen mit dem und das macht er, bescheißt mich einfach! Gestatten Sie, meine Liebe, dass ich Sie mit meinem bescheidenen Gefährt ins Reich der Träume entführe. So weit muss es gar nicht sein. Wir fahren mit der Polizei, kommt! Ja, die nehmen uns mit! Der Mann hat ein Problem. Der stellt immer im falschen Moment die richtigen Fragen. Wenn er sich nicht gleich hinsetzt, hat er noch ein Problem. Dann liegt er nämlich auf der Straße. Warte, hey, Moment mal, so ein Trottel! So ein Aff! Komm schon, du müde Nuss! Müde Nuss, sagt der. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß eine Abkürzung. Komm schon! So. Jetzt ist er weg. Aber verdammt knapp. Damit kriegen wir ihn noch. Ey, das ist doch ein Spitzengefährt. Los, einsteigen, anschnallen, Mütze aufsetzen. So rasch geht es nicht bei mir. Los geht's. War aber nicht so schnell. Ja. Ey, bist du noch da? Ich höre ja gar nichts von dir. Und ich sehe nichts. Lass los, lass die Tiere unten. Hier gibt es elefantengroße Fliegen. Einmal waschen und voll tanken bitte und Öl nachschauen. Danke. Danke. Wo bin ich denn jetzt wieder? Voilà, mein Schiff. Und morgen vielleicht schon Ihres. Aber das steht in den Sternen, so wie unser Schicksal. Was soll das alles bedeuten? Wir sind am Kreuzweg unseres Lebens. Du brauchst einen Kapitän, der dich durch die Wellentäler des Lebens lotst. Komm. Ich hoffe, das ist kein Piratenschiff und Sie sind kein Mädchenhändler. Ich bitte dich, ich würde eher mein Leben einsetzen, um dich vor einem Mädchenhändler zu retten.
So habe ich mir einen Retter immer vorgestellt. Ein wirklich wundervolles Boot. Zu armselig für dich. Für dich würde ich die Fußböden mit Kaschmir ausnehmen lassen. Und nur herrlichste Seiten sein.